Da hat mein Chef gesagt zu mir, er könnte sich nicht vorstellen, dass eine Frau in dieser Position als Mutter schafft und sie werden mir künden. Vor 3 Wochen hat mir am Abend, am 7. ein Mann geläutet auf dem Heimweg und hat gesagt, ich läute für meine Kollegin an, sie wird sexuell belästigt. Sie kann zu wenig gut Deutsch, sie hat Angst, sich zu wehren, aber ich kann nicht mehr mit anschauen. Gesagt haben sie wegen der Mutterschaft. Schriftlich habe ich wegen wirtschaftlichen Gründen. Und vor Gericht haben sie dann gesagt, weil ich schlecht gearbeitet habe. Mein Amtsvorgänger und mein Nachfolger haben mehr verdient als ich. Und gegen diese Ungerechtigkeit gehe ich jetzt gerichtlich vor. Und da musste ich alles wieder beweisen, dass die Kinder fast gestorben sind, dass ich eine gute Arbeiterin bin. Die Dunkelziffern ist viel höher, als dass wir es wissen. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast ja hauptsächlich mit der Geschichte von Nathalie Urwiller, der Ärztin, die gegen ihren früheren Arbeitgeber geklagt hat. Und Recht bekommen hat. Mhm. Aber wir haben ja während dieser Recherche auch mit vielen Leuten gesprochen, ihnen von Nathalie Urwiller und diesem Podcast erzählt. Und ich habe immer wieder ähnliche Reaktionen bekommen. Ist euch auch so gegangen? Mhm. Also eigentlich bei jeder Frau fast, wo ich davon erzählt habe, die hat irgendwie gesagt, auf irgendeine Art Diskriminierung am Arbeitsplatz, von dem kann ich irgendwie auch ein Lied singen. Das hat mich auch schockiert. Also mindestens die Hälfte meiner Bekannten hat in irgendeiner Form sowas im Job erlebt, vor allem wenn sie schwanger wurden. Oder einfach auch Frauen, die gemerkt haben, dass sie viel weniger Lohn verdienen als ihre männlichen Kollegen für den gleichen Job. Mhm. Ja, gell, aber fast niemand hat das Mikrofon wählen. Das ist krass. Ja, es war ein bisschen frustrierend gewesen, immer wieder zu und absagen. Ich versuche jetzt mal nicht persönlich zu nehmen, aber eine von diesen Absagen ist folgende und ist eigentlich recht typisch gewesen. Ich lese mal vor. Guten Morgen, Monika. Vielen Dank für deine Nachricht. Ja, ich habe mir meine Gedanken gemacht und muss leider passen. Und dann geht es weiter auf Schweizerdeutsch. Es schießt mich selber an, dass ich mich nicht getraue, aber ich habe zu viel Respekt vor den Konsequenzen. Klammern, auch wenn es anonym ist. Klammern zu. Schon heftig, ja. Ein paar haben dann zum Glück doch mit uns geredet. Warum haben wir uns entschieden, dem Fall Nathalie Urwiller so viel Platz zu geben? Weil sie mehr ist als ein Einzelfall. Diskriminierung am Arbeitsplatz passiert täglich und es passiert vielen Frauen. In dieser Folge wollen wir ein paar andere Geschichten erzählen. Und auch uns drei werdet ihr in dieser Folge häufiger hören. Das ist «Dr. Urwiller. Was kostet das Frausein?» Ein Podcast von Charlotte Theile, Monika Rufener und mir, Franziska Engelhardt. Folge 3 – Dunkelziffern. Hallo, hallo, hallo Frau Wiesmann. Was Sie hören, ist unsere Kaffeemaschine. Wir sind gerade noch dabei, uns zu installieren. Hallo. Wir steigen ein mit einer der seltenen Geschichten, wo sich eine Frau getraut, ganz offen zu erzählen. Sie heisst Sonja Wiesmann. Wir reden mit ihr im Videoanruf. Ich bin Bautechnikerin, habe in einer Bauunternehmung geschafft, 15 Jahre als Bauführerin und bin dann schwanger geworden. Ihr hört es hier selber. Sonja Wiesmann hat eine sehr tiefe Stimme. Bei unserem ersten Telefonat dachte ich kurz, ich spreche mit ihrem Mann. Aber eben, sie ist eine Frau, resolut in ihren 50ern. Und die Geschichte, die sie erlebt hat, die kann so auch nur einer Frau passieren. Da hat mein Chef gesagt zu mir, er könnte sich nicht vorstellen, dass eine Frau in dieser Position als Mutter schafft und sie werden mir künden. Dann war die Schwangerschaft gewesen. Nach Mutterschaft bin ich wieder arbeiten. Und dann, wo sie können, haben sie mir gekündigt. Also das war immer so das Thema gewesen, dass ich eben so quasi mit dem zu weich werde und dann nicht mehr den gleichen Biss habe, oder? In dieser Männerdomäne. Und wenn dann die Kinder krank sind, kann ich mich nicht mehr konzentrieren aufs Arbeiten und entsprechend halt weniger leistungsfähig. Schon so, das ist natürlich eine Bauwelt, oder? Der Tiefbau. Und an und für sich glaube ich auch, dass sie im ersten Moment das Gefühl hatten, dass das eigentlich völlig in Ordnung ist und korrekt, was sie machen, weil einfach eine Mutter nicht auf die Baustelle gehört. Und ich habe dann auf mich das bräuchliche Kündigung geklagt und entsprechend sind wir mit dem dann schlussendlich vor Gericht. Das war 2006. Es gibt einen Artikel dazu im Beobachter, aber das ist auch schon alles.
Also ich habe eben auch jetzt heute Morgen, als ich jetzt da nochmal durchgelesen habe, da ist mir schon gerade nochmal anders geworden. Wenn ich da alles angehören musste. Weil an und für sich ist es dann vor allem darum gegangen, mich dann in einem zweiten Schritt völlig als Mitarbeiterin schlecht zu machen. Gesagt haben sie wegen der Mutterschaft, schriftlich habe ich wegen wirtschaftlichen Gründen und vor Gericht haben sie dann gesagt, weil ich schlecht gearbeitet habe. Machen wir da mal eine Pause. Wir hören später noch, wie es weitergegangen ist mit dieser Geschichte. Für Sonja Wiesmann, die da übrigens Zwillinge im Bauch hatte, kommt es nämlich noch viel härter. Dabei hat sie alles sogar geregelt mit ihrem Partner. Er hat die Betreuung der Kinder übernommen. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, in den letzten Jahren ist viel passiert. Der Fall ist 15 Jahre alt. Heutzutage würde das so nicht mehr passieren. Ja, vielleicht. Oder man will es vielleicht nicht mehr ganz so offen zugeben und sagen, dass man denkt, dass eine Mutter nicht auf die Baustelle gehört. Und sicher ist natürlich, dass Sonja Wiesmann auch deshalb mit uns so offen reden kann, weil das so lange her ist und ein bisschen Gras schon über die Sache gewachsen ist. Auch da, also ein ziemlicher Einzelfall, dass jemand so offen mit uns redet. Ja, absolut. Ich habe mich ja auch mit Helena Traxel in Zürich getroffen von der Gleichstellungsbehörde. Und sie hat ja auch schon in Folge 2 gesagt, die Zahl von denen, die sich wehren, das ist wirklich im Promillebereich. Das sind ganz, ganz wenige. Warum ist es so schwer, wenn Sie sagen, Sie haben viele Fälle, jemand dazu zu bringen, das auch zu erzählen? Im vertrauten Rahmen erzählt man es. Aber schon zu der Beratungsstelle zu gehen, ist eine Herausforderung. Sie wollen sich nicht da treffen mit mir. Häufig treffe ich Leute am Bahnhof oder so, dass man sie auch nicht sieht, dass sie eine Beratungsstelle aufsuchen. Auch dort, ich glaube, es ist immer wieder Scham. Also wie habe ich noch davon ausgehen, dass das mir nie passiert? Ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Das sind meistens die ersten Sätze. Und über Frauen, die vielleicht nicht in der Schweiz aufgewachsen sind, die sich nicht so gut mit dem Schweizer Recht auskennen oder überhaupt von Fachstellen wissen, über sie haben wir hier noch gar nicht gesprochen. Bei ihnen kommen auch oft noch ganz andere Formen der Diskriminierung hinzu. Das kann Gastronomie sein, das kann der Detailhandel sein. Auch in der Pflege höre ich es immer wieder. Auch junge Frauen, fachangestellte Gesundheit. Manchmal auch von der Spitex schon gehört und Beratungen gehabt. Dann alle die privaten Nannys, die Pflege. Man kann wirklich sagen, Niedriglohnsegment, wo man wenig Recht hat. Viele Menschen mit verschiedensten Sprachen und Kulturen versammelt, da passiert es sehr viel häufiger. Und da habe ich sehr viele Beratungen, wo ich kaum verstehe sprachlich, wo ich manchmal muss sagen, kann sie noch Kollegen noch ein bisschen besser Deutsch reinbringen. Helena Traxler erinnert sich in unserem Gespräch an einen aktuellen Fall. Vor 3 Wochen hat mir am Abend, am 7. ich bin noch da im Büro gewesen, ein Mann gelüht auf dem Heimweg und hat gesagt, ich lüte für meine Kollegin an, sie wird sexuell belästigt. Sie kann zu wenig gut Deutsch, sie hat Angst, sich zu wehren, aber ich kann nicht mehr mit anschauen. Und da habe ich mit denen beiden einen Call-up gemacht. Er hat sie unterstützt. Das sind auch die schönen Geschichten. Die Dunkelziffern ist viel höher, als dass wir es wissen. Und dieser Dunkelziffer, wenn wir jetzt mal nachgehen. Also wir haben ja versucht, aktuelle Beispiele zusammenzutragen, weil wir wissen ja aus unserem Umfeld, dass das wirklich sehr viele Frauen von Art betrifft, auf die eine oder auf die andere Art. Aber auf Band wollte irgendwie niemand. Mhm. Und dann haben wir versucht, auf Social Media Frauen zu suchen. Monika, du hast auf Facebook, Instagram und noch an anderen Orten einen Aufruf gemacht, oder? Genau, es war nur Facebook und Instagram gewesen. Für TikTok hat es nicht gelangt. Aber es haben sich trotzdem rund ein Dutzend Frauen bei mir gemeldet. Und mit diesen Frauen habe ich auch geschrieben und telefoniert. Und die haben mir auch ihre Geschichten erzählt. Also wir haben sie wollen aufnehmen, dass sie ihre Geschichten selber erzählen, aber haben ihnen gleichzeitig auch dann angeboten, dass wir sie anonymisieren, also dass wir ihre Arbeitgeber nicht nennen, ihre Namen natürlich, dass wir sogar Sprecherinnen ihre Geschichten nacherzählen lassen. Also mega transparent eigentlich, aber am Schluss wollte doch niemand so richtig. Ja, es war ein riesen Hin und Her gewesen. Ich habe euch ja vorhin schon so eine Absage vorgelesen und es war halt oftmals so gewesen, dass ich natürlich den Frauen gesagt habe, ihr dürft natürlich euch das noch überlegen, wenn ihr unsicher seid. Und nach der Überlegungsphase eigentlich alle gesagt haben, nein, sie haben zu fest Angst vor Negativreaktionen, auch wenn es völlig anonymisiert ist.
Aber trotzdem war das ja so, Monika, dass du mit ganz vielen Frauen auch telefoniert hast. Also, dass die ihre Geschichten auch erzählen wollten. Dass es ja irgendwie was ist, eben was man mit sich rumträgt und wo man eigentlich auch drüber reden will. Und du hattest dann 1-2 Wochen lang jeden Abend Gespräche mit Frauen und bist dann irgendwie ins Büro gekommen und hast uns erzählt, was da passiert ist, was da passiert ist. Und die Geschichten, die haben uns eigentlich total umgehauen. Und zumindest dürfen wir zusammenfassen und nacherzählen, so dass die Frauen am Schluss nicht erkennbar sind. Ja, es hat eine ganze Bandbreite gegeben von verschiedenen Arten von Diskriminierungen. Darf ich da ganz kurz reingrätschen? Was sind die Arten von Diskriminierungen? Also im Gleichstellungsgesetz wird unterschieden zwischen der sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Es geht ja immer um den Arbeitsplatz im Gleichstellungsgesetz. Dann gibt es auch eine Diskriminierung, was Aufgabenteilungen anbelangt. Dann gibt es diskriminierende Kündigung und diskriminierende Beförderung. Also wenn zum Beispiel eine Person mit der gleichen Qualifikation nicht befördert wird, aber ein männlicher Kollege die Stelle dann bekommt, dann gibt es eine Anstellungsdiskriminierung und es gibt einen diskriminierenden Lohn. Mhm. Und das sind auch so Geschichten, wie du sie jetzt gehört hast bei dem Aufruf, oder? Genau. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz hat mir eine junge Bündnerin erzählt, dass sie in ihrer Ausbildung als Logistikerin eigentlich jeden Tag sexueller Belästigung ausgesetzt worden ist. Wie soll man sich das vorstellen? Das klingt ja... Ja, indem sie von Arbeitskollegen begrapscht worden ist oder verbal belästigt worden ist. Sie hat dann fast müssen flüchten von ihren Arbeitskollegen und ist sogar von ihren Arbeitskollegen zum Teil beschützt worden von den anderen. Dann habe ich noch mit ihr. Das ist richtig krass, sorry. Das ist, also sie hat sich wirklich verstecken müssen am Arbeitsplatz vor den Übergriffen. Ja, also sie hat mir erzählt, ich habe dann gefragt, ob ihr dann niemand geholfen hätte. Und dann hat es geheißen, ja, es hätte schon Leute gegeben, die das dann auch mitbekommen haben. Das haben alle mitbekommen. Und der eine Mitarbeiter von ihr hat sie dann jeweils so zu sich ins Büro gebeten, wenn er gemerkt hat, sie wird belästigt, damit sie durchschnaufen kann oder dass sie kann wie einen Safe Space haben. Okay. Dann habe ich noch mit einer Automatikerin geredet. Und die hat nach ihrer Lehre keinen Job gefunden, weil irgendwie alle in dem Berufsfeld davon ausgegangen sind, dass eine Frau zwischen 20 und 30 Kind bekommt und der Job halt meistens Vollzeit gemacht wird. Man muss dann vielleicht sagen, ihre Lehre hat sie gemacht in der Bude von ihren Eltern und dann ist sie ins Büro gewechselt. Also sie kann jetzt nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten? Nein, sie hat wirklich keine Stelle gefunden. Mhm. Uns bleiben so ein bisschen die Worte weg, gerade Franziska. Sind schon krasse Fälle. Ja, aber einer der krassesten Fälle habe ich gefunden von einer Frau, die eine höhere Position hatte, ein VR-Mitglied und schon länger in einem Geschäft geschafft hat, eine höhere Beziehung hatte zu ihrem Chef. Und wo sie dann gesagt hat, sie sei schwanger, hat sich das völlig geändert von einem Tag auf den anderen. Es ist quasi zur Persona non grata geworden. Sie ist dann nachher während ihrem Mutterschaftsurlaub zur Assistentin degradiert worden. Und zum Beispiel hat man dann nachher immer so die Teamsitzungen auf der Montag da. Das war der Tag, wo sie frei hatte. Und dann hat sie ihren Job nicht richtig machen als Assistentin auch. Und ist dann die ganze Piesackt worden. Es klingt einfach, als ob man wollte, dass sie kündigt am Schluss, oder? Ja, das hat sie dann tatsächlich gemacht, nach einer gewissen Zeit. Und am letzten Arbeitstag sind auch alle essen zusammen, ausser sie, es ist nicht eingeladen worden. Das haben wir jetzt richtig verstanden von diesen Frauen, von diesen Geschichten, die du jetzt erzählt hast, oder auch all die Frauen, die sich bei dir gemeldet haben. Keine hat sich gerichtlich gewehrt, oder? Nein, es hat sich niemand gerichtlich gewehrt. Ein Grossteil hat aber das Gespräch mit dem Chef gesucht. Den Frauen ist ja jeweils gesagt worden, dass das alles nur Einbildung ist. Und was auch öfters gefallen ist, ist, dass danach der Vorgesetzte gesagt hat, man könnte doch ihm nicht vorwerfen, dass er ein Sexist ist. Er hat doch eine Frau daheim und eine Tochter. Mhm. Also es sind wirklich alles Geschichten, die komplett Dunkelziffer sind, die in keiner Statistik auftauchen und die trotzdem passiert sind. Haben dir die Frauen gesagt, warum sie nicht geklagt haben? Also eine Frau hat mir ganz deutlich gesagt, dass es für sie finanzieller und beruflicher Selbstmord gewesen wäre, zu klagen. Was ich auch oftmals gehört habe, ist halt, dass es so eine lange Diskriminierungsphase am Arbeitsplatz halt sehr, sehr auf Selbstbewusstsein schlagen.
Und dass man sich wehrt und auch mit einer Klage wehrt, braucht man da schon einiges an Selbstwertgefühl und auch Mut, um das durchzuziehen. Und den hat man dann meistens nicht mehr. Ja, mega wichtiger Punkt mit dem Selbstbewusstsein. Ja, voll. Wer klein gemacht wird, der wehrt sich auch viel seltener. Ja, vielleicht ist auch das der Grund dafür, dass wir in diesem Podcast mit einer Frau zu tun haben, die gut verdient hat, gut gebildet und selbstbewusst ist. Also ich habe das Gefühl, das ist sicher so. Also als junge Frau am Anfang von der Karriere wehrt man sich wahrscheinlich nicht wirklich gerade vor Gericht. Das sagt auch die Statistik. Und zwar sind die meisten Frauen, die klagen, über 50. Wir haben uns natürlich auch angeschaut, wie sehen die Zahlen und Fakten zum Gleichstellungsgesetz aus, wie viel wurde geklagt, wie sind diese Fälle ausgegangen. Und da gibt es ja auch einiges so an Publikationen vom Bund und von den Kantonen. Ich habe mir zum Beispiel bei den Urteilen immer wieder gedacht, da kann ich schon verstehen, dass es so wenige Frauen gibt, die sich trauen, sich zu wehren. Und du hast ja schon mal eins vorgelesen gehabt und jetzt ein Beispiel hast du noch mal, gell? Ja, für mich als Laie sind die irgendwie schon eindrücklich. Hier ist zum Beispiel ein Fall aus dem Kanton Genf. Das Gericht stellt im vorliegenden Fall fest, es ist der Klägerin nicht gelungen nachzuweisen, dass sie Opfer sexueller Belästigung war. Abgelehnt also. Dann geht's noch mal weiter. Der einzige Beleg mit sexuellem Bezug in den Akten ist ein am 24. September empfangenes E-Mail. Diese Nachricht enthält einen Anhang mit 7 Zeichnungen eines anwachsenden männlichen Gliedes, begleitet durch sexuell konnotierte Bemerkungen. Selbst wenn es sich dabei mit Sicherheit um eine im Arbeitskontext unangemessene Sendung handelte, was die beklagte Partei, hier der Arbeitgeber, auch zugab, kann eine solche Handlung an und für sich dennoch keine sexuelle Belästigung darstellen. Ja, also ich frage mich da auch als Laie, was dann? Also was ist dann sexuelle dann? Belästigung? Monika, wie würdest du es sehen? Ja, es kommt jetzt die klassische Juristenantwort, von wegen, man müsste den ganzen Fall kennen. Und ja, das kommt jetzt auch von meiner Seite. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass sehr viele Fälle oder Klagen nicht erfolgreich sind vor Gericht. Kann man dann sagen, warum sie nicht erfolgreich sind? Es ist schwierig zu sagen, weil eigentlich ist das Gesetz da sehr viel Beweiserleichterungen und so weiter. Und zwar, man versucht, ein wirklich schönes, also gutes Gesetz zu machen, das funktioniert und wo auch die Leute in Anführungszeichen motiviert zum Klagen, also dass sie relativ wenige Risiken haben, aber das hat man trotzdem nicht können implementieren. Auch in diesen Unterlagen sind es schon sehr, sehr wenige. Also manchmal sind irgendwie 90% zu ihren Ungunsten, manchmal 70%, aber man sieht schon, es ist selten, dass sich da jemand durchsetzen kann. Kann es ja sein, weil das Gesetz so jung ist? Ja, also darum ist auch der Fall von der Nathalie Urwiller auch darum sehr wichtig. Es braucht natürlich Rechtsprechung. Und bevor es keine richtige Rechtsprechung gibt, tut eigentlich viel Gericht einfach für sich selber knurzen und den Fall lösen. Und ja, das ist nachher einfacher, wenn es mal Fälle gibt, wo man gestritten worden ist. So und so ist es. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu der Frau mit der tiefen Stimme, zu der Sonja Wiesmann, Bauführerin aus dem Kanton Thurgau. Sie hätte damals, als sie schwanger war, nicht daran gedacht, zu klagen. Auch noch nicht dann, wo sie fast ihre Zwillinge verloren hat und darum im Spitalbett hat müssen liegen, dass es keine Frühgeburt gibt. Sie war überfleissig und anders loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber. Ich musste ja beweisen, dass ich eigentlich eine richtige oder eine gute Arbeiterin war. Und als ich dann ins Spital kam, haben sie mir die Arbeit ins Spital gebracht, oder? Respektive am Wochenende, wenn ich frei hatte, haben wir am Samstag raus und bis am Sonntag eine Nacht heimgeschlafen. Dann bin ich einmal auch noch ins Büro. Als die Kinder auf der Welt waren, hat ihr Chef, sobald es wieder möglich war, ihr gekündigt. Es ist dann, wo sie ihn verklagt. Wegen missbräuchlicher Kündigung. Sie haben ja dann gesagt, ich sei so nüchtig im Arbeit. Und ich habe gesagt, aber ich bin im Spital am Arbeiten. Und dann haben sie noch gewollt, dass ich die Krankenschwestern, die mir zugeschaut haben, wenn ich am Ausmessen war von Baustellen, dort im Spitalzimmer,
Die haben müssen aussagen, dass ich gearbeitet habe. Oder ich musste meine Gynäkologin vom Arztgeheimnis entbinden, dass sie können sagen, dass ich eigentlich schon seit dem Oktober 50% krank geschrieben bin, wo ich dann aber noch weiter geschafft habe, bis sie mit der Ärztin aus dem Spital abgemacht hat, dass sie mich ins Spital tun, weil sie Angst haben, Kind überleben sie nicht. Sie gehört ja viel als Gynäkologin. Und sie sagt auch praktisch, bei 80% der Frauen haben irgendetwas, wenn sie schwanger werden, mit der Arbeitsstelle. Nicht alle im gleichen Ausmaß, aber es ist überall etwas. Die Klage macht ihr den Weg zurück in die Arbeitswelt ganz und gar nicht leichter. Ihre alte Arbeitgeber sei gut vernetzt gewesen. Im Thurgau hätte ich, glaube ich, keine Bauunternehmung mehr eine Stelle bekommen. Aber ich bin dann nachher auf Zürich gearbeitet. Ich habe dort eine Bauunternehmung, wo ich dann als Kalkulatorin geschafft habe. Ich wollte nie wollen, die Geburt von diesen zwei Kindern mit dieser Kündigung in Verbindung bringen, sondern die Geburt war der Sieg, oder? Also da war mir auch noch so wichtig, dass ich nicht, wenn ich zurückdenke, oder? Ich habe nicht die Stelle verloren, sondern ich habe den Prozess gewonnen, oder? Gune heisst im Fall von Sonja Wiesmann, die Firma hat ihre 4 Monatsgehälter nachgezahlt. Was ihr sicher geholfen hat, sich für eine Klage zu entscheiden, sie hat die Gewerkschaft Unia im Rücken gehabt. Die hat sie bei den Prozesskosten unterstützt. Das heisst, sie hat nicht auch noch das Risiko gehabt, Privatkonkurs zu machen. Und auch wenn sie jetzt nur einige Monatsgehälter erstritten hat, sagt sie zumindest, dass sich diese Klage für sie gelohnt hat. Und auch in Deutschland, ganz kurz hinter der Schweizer Grenze, bei Basel, gibt es aktuell einen Fall, der im ganzen Land für Schlagzeilen sorgt. Mein Name ist Astrid Siemes-Knoblich. Ich war 8 Jahre lang Bürgermeisterin der Stadt Mülheim zwischen Freiburg und Basel im Land Baden-Württemberg. Wir haben mit ihr auch per Videocall über ihre Klage geredet. Mein Amtsvorgänger und mein Nachfolger haben mehr verdient als ich. Und gegen diese Ungerechtigkeit gehe ich jetzt gerichtlich vor. In Deutschland hat der Fall von der Billig-Bürgermeisterin, wie sie die Süddeutsche Zeitung genannt hat, wirklich grosse Wellen geschlagen. Und sie erzählt uns, warum sie etwa 600 Euro pro Monat weniger verdient hat als ihre Vorgänger. Ja, und als ihr Nachfolger. Übrigens, bei ihr war es noch interessant, weil das, was sie weniger verdient hat, war ziemlich genau der deutsche Gender Pay Gap. Der liegt bei knapp 7%. So, da hat der Gemeinderat dann in öffentlicher Sitzung drüber abgestimmt. Also über ihren Lohn quasi. Allerdings, und das war ein Novum in der Stadt, in geheimer Abstimmung. Das war schon mal etwas verwunderlich. Und dann bekam ich, da ich in dieser Sitzung nicht anwesend war, bekam ich dann am nächsten Tag den Hinweis darauf, wie der Gemeinderat abgestimmt hat, nämlich dass er mich in die niedrigere Besoldungsgruppe eingruppiert hat. Das erste Mal eine Frau in dem Amt, das erste Mal eine geheime Abstimmung über das Gehalt. Aber warum kommt das anscheinend so vielen Leuten so normal vor? Woher kommen die Reflexe? Diese Fragen beschäftigen uns auch gerade kurz nach dem Gespräch mit der Sonja Wiesmann und der Astrid Knoblich. Monika, Charlotte und ich diskutieren an dem Abend noch lange darüber. Diese ganzen Dinge, die wir zum Beispiel auch mit der Bürgermeisterin, mit der wir gesprochen haben, aus Deutschland gehört haben, dass sonst immer das Gehalt von jedem männlichen Bürgermeister offen abgestimmt wurde. Und nur bei ihr war auf einmal eine geheime Abstimmung. Also dass man so das Gefühl hatte, da ist irgendwie noch was drin, was eigentlich in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr sein sollte, was man auch nie offen sagen würde, was irgendwie nicht transparent gemacht wird, aber wo man trotzdem das Gefühl hat, nee, also für eine Frau jetzt so viel Geld, nee. Die nehmen wir die niedrigere Gruppe. Ja, und offenbar ja nicht nur bei den Leuten, wo sie denken, die würden das machen, sondern auch noch bei denen, wo sie gewusst hat, die sind sie am Stützen für das Amt und hat sie ja nachzählt und gesagt, das kann nicht sein, es haben diverse gegen mich gestimmt. Die haben nicht das Gefühl gehabt, dass sie gegen sie stimmen. Ich glaube, sie haben gedacht, ne, das ist in Ordnung. Also so, dass man das gar nicht so merkt, dass man irgendwie mit zweierlei Maß misst. Und dass es deshalb auch so schwierig ist, das durchzuargumentieren und zu zeigen, weil es halt, ja, man denkt irgendwie, das passt schon so. Auf eine Art ja nicht, sonst hätte es nicht geheim gemacht. Also das finde ich so ein bisschen, ja, das ist der Widerspruch in dem Ganzen. Und das ist genau...
auch so ein bisschen das Hauptproblem von der Diskriminierung. Es ist halt wenig konkret für die Betroffenen, sehr, sehr konkret. Aber jetzt, also nur, dass wir auf dem Papier eigentlich die gleichen Rechte haben, das nutzt keiner Gesellschaft. Das muss halt auch durchgeklagt werden und ernst genommen werden. Wir glauben, es gibt noch viel mehr Geschichten, noch viel mehr Frauen, die beim Arbeiten einfach aufgrund von ihrem Geschlecht diskriminiert worden sind, die sich nicht getrauen, sich zu wehren, die selber versuchen, damit fertig zu werden. Wir wollen dranbleiben und haben darum eine Nummer eingerichtet, die ihr uns erreichen könntet. Schickt uns eine Sprachnachricht oder schreibt, was ihr erlebt habt. Die Nummer lautet 076 266 8878. Ihr findet die Nummer auch in den Shownotes. Und eure Nachrichten bleiben natürlich anonym. Ich finde, man merkt den Frauen, die wir getroffen haben, irgendwie total an, dass es sich gelohnt hat, sich zu wehren. Das hat mir auch Helena Traxel von der Gleichstellungsbehörde gesagt, dass sie das Gefühl hat, bei den Frauen, die sozusagen eine Klage eingereicht haben oder sich sonst gewehrt haben, dass die dann auch einen Schritt weiter gehen konnten. Und ich finde auch Nathalie Urwieler merkt man total an, dass ihr das auch Kraft gibt, dass sie sich da gewehrt hat. Ja, und auch bei der Sonja Wiesmann merkt man das, finde ich. Ich meine, sie hat ja nur ein paar Monate Kälter zugesprochen bekommen am Schluss. Aber trotzdem ist für sie der Sieg sehr, sehr wichtig. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass es auch positive Reaktionen geben kann. Ja, total. Bei der Billigbürgermeisterin zum Beispiel, bei Astrid Siemes-Knoblich, war das ja auch so. Eine lustige Anekdote. 2 Tage nach der Klage ging ich zur Post. Musste mich Corona-konform mit Abstand in die Schlange einreihen. Wir standen zu dritt hinter dem Postschalter und der Postbeamte stand so 10, 15 Meter von mir entfernt hinter seinem Schalter, winkte und rief ganz laut quer durchs Postamt: Frau Siemes, ich drücke Ihnen ganz feste die Daumen für Ihre Klage. Also insofern, es gab vielleicht ein paar latente Versuche, mich einzuschüchtern, aber ich kriege eine breite Unterstützung. Sierra Nevada. Es ist so lost und mega dunkel. In 500 meters, at the roundabout, take the first exit. In der Folge 4 sind Charlotte und ich wieder unterwegs. Im Wallis. Es ist schon dunkel, wo wir im kleinen Städtchen Sierra ankommen. Schau mal, das ist eine krasse Altstadt. Ha! Schön. Ja. Am nächsten Morgen sind wir früh mit der Nathalie Urwieler verabredet. Im Spital. Ist das cool. Und wir treffen im tiefen Wallis auf ganz überraschende Vorzeigemodelle. Your destination is on the left. On the left? Dort, Hotel Post. Das war Folge 3 von «Takte Urwieler. Was kostet das Frausein?» Ein Podcast von Charlotte Theile, Monika Rufener und mir, Franziska Engelhardt. Musik Christian Riesen und Martin Bezzola. Finanziell unterstützt wird der Podcast von der Ellen Ringier, der Blickgruppe, der Helma Sick, Sunrise UPC, der Fondation Suiza, Alliance F und Stiftung Mercator Schweiz, der Stiftung für Frauenarbeit und investigativ.ch. Hören könnt ihr Takte Urwieler auf blick.ch und bei allen Podcast-Anbietern. Eine Produktion von Elephant Stories.